Momo, jetzt wurde von mir heute einmal zu diesem Solarbrunnen. Ist relativ simpel. Wir haben hier so eine Solarzelle, die gleichzeitig auch eine Pumpe hat und ein bisschen Beleuchtung, wie man hier auch sehen kann. Und dann eben so einen schönen Effekt auf die Veranda oder wo auch immer man das aufstellen möchte, bringt. Das Ganze eben schön mit Solar betrieben und kommt auch mit einer kleinen Fernbedienung. Hat dann hier diese Aufsätze hier. Das sind tatsächlich die Aufsätze für die Sprinklung. Das funktioniert relativ simpel. Wir haben hier so Sachen, ein paar, die in sich beweglich sind, ein paar sind statisch. Da kann man sich ein bisschen austoben. Und das ist dann einmal unsere eigentliche Zelle, unsere Energiequelle. Auch hier ganz solide verarbeitet, schöne Oberfläche. Das Ganze hier ist das, was am Ende dann leuchtet, wenn es denn soweit ist. Und ja, wir haben hier noch so Stabilisierungsfüße, die wir theoretisch hier rausziehen können. Und die setzen wir dann mit rein, wenn wir zum Beispiel wollen, dass das Ganze fixiert an einem Ort bleiben, weil dann stößt es dagegen und dann schwimmt es nicht zur Seite. So, soweit erstmal zur Theorie. Ich baue das Ganze gleich einmal draußen auf und dann würde ich sagen, schauen wir uns das einmal an, wie sich das Ganze dann, ja. So, jetzt haben wir das Ganze einmal aufgebaut und so sieht es dann tatsächlich aus. Wir haben jetzt hier einmal den bewegenden Kopf drauf. Wir können hier ganz gut die LED-Effekte sehen, also da ist wirklich einiges los. Und man kann es, wie gesagt, auch einfach jederzeit anpassen. Und dafür, dass das Ganze bei bewölkt schon gut